Hallihallo und herzlichst willkommen zu Let's Play oder Let's Show Robocraft. Hallo Laurens. Hallo Nick. Und wir stürzen uns in den Tod, in den sicheren Tod, denn jetzt geht es tatsächlich endlich mal gegen Spieler und das sieht doch wirklich mal nach einem Matchmaking aus. Und es scheinen ja richtig viele Leute zu spielen, wenn das hier so schnell geht. Irre. Ja. Und hier haben wir auch so eine Schneelandschaft. Die Leute spawnen um uns herum. So. Und was ist das jetzt für ein Spiel? Ein Deathmatch? Das ist jetzt Deathmatch. Ich kann nur Deathmatch spielen. Okay. Gab es nicht auch irgendwie Capture the Flag? Valley has begun. Ja, ich frage mich gerade, weil das... Wobei, das zeigt wahrscheinlich nur, wo die gegnerische Basis ist, das hier. Irgendwie ruckelt das Spiel bei mir sehr. Also so von den Lags her an sich, ja. Wenn du jetzt einmal auf den Fluss zusteuern würdest, also entgegen der Brücke, könnten wir unseren Zuschauern auch nochmal ein Feature eröffnen. Die Frage ist nur, ob mich das jetzt in den sicheren Tod stürzt hier. Oder? So. Nein. Jedenfalls schlittert man ein bisschen noch auf dem Eis. Tatsächlich. So, ich muss jetzt in die Richtung weiter, oder? Da sind jedenfalls naja, andere. Der wird schon geschossen. Oh, wir müssen mal. Das ist, glaube ich, ein Gegner, oder? Ja. Ja. Und sie haben alle die braunen Steine ausgerüstet. Was sie ziemlich widerstandsfähig macht, würde ich sagen. Oh nein, und ich bin mittendrin und ich kann jetzt schon nicht mehr richtig fahren. Oh nein! Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, ich hab das Disco-Mobil. Oh Gott. Also es hat sich im Kampf jetzt nicht so cool herausgestellt. Curse. Der hat einen Banner dran, ja. Ob das wohl selbst erstellte Banner sind? Höchstwahrscheinlich, würde ich meinen, oder? Kann ich das Spiel jetzt schon verlassen? Ja, theoretisch schon, ne? Back to Garage? Ich könnte... Ja... Das sieht ja putzig aus. Ich würde behaupten, der fliegt nicht mehr allzu weit. Nee. Achso, den Gegnern kann ich anscheinend nicht zuschauen, damit ich keine Tipps geben könnte, wenn wir das hier so ordentlich mit... Oh, das war schlecht. So ordentlich mit Teamspeak oder so spielen würde. Ja, also im Kampf hat sich das Fahrzeug jetzt nicht als sonderlich cool herausgestellt, zumindest nicht gegen die richtigen Spieler. Es war vielleicht auch einfach nur Pech, weil wir an der falschen Stelle zur falschen Zeit waren. Und im falschen Team. Das wahrscheinlich auch, ja. So. CPU destroyed. Robot Ranking. Nicht schlecht. Ach komm. Fine. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Direkt ins nächste Team Deathmatch. Hat man gesehen, wie viel XP du gerade gekriegt hast? Ich weiß nicht, ich hab nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich glaube, das stand in dem zweiten Bildschirm dann da. Aber es wird nicht viel gewesen sein, nehme ich an. Oder sieht man da das Level bei den Spielern? Level sieht man, glaube ich, nicht. Robo, ne. Robots, ach was weiß ich. Also vielleicht sollten wir diesmal mit der Gruppe mitfahren, würde ich sagen. Ja, wäre eine gute Idee. Diesmal bin ich auch nicht so weit vorn. Ich fahre ein bisschen mit nach rechts zu denen. Ja. Vorbei. The battle for Spitzer Dam has begun. Ja, komm, der fährt auch mit rüber, dann. So schießen die auf sich gegenseitig. Es sind... Gibt's überhaupt Friendly Fire? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Friendly Fire? Ich dachte, das gäbe es. Ehrlich, also ich möchte es jetzt ungern ausprobieren, aber ich vermute auch fast, dass das sein könnte. Dort vorne lässt sich schon einer zerballern. Ja. Ich glaube, du bist ein bisschen auf dem Präsentierteller hier, an der Stelle. Oh, ich habe dort einen schon die Räder weggeschossen. Sehr gut. Ach, das gibt's ja nicht. Oh nein! Nein! Mich hat ein eigenes... Toll, mich hat ein Teamkollege umgefahren. Was für ein Arschloch. Jetzt habe ich keine Geschütze mehr. Danke, Teamkollege. Der hat mich
Oh, was für ein Vollidiot. Komm, das zurück in die Garage. Das, ach Mensch. Mann. Das ist aber aus, würde ich sagen. Das war, du hast eine Lupe gemacht. Ja. Hätte ich gerne mal von außen gesehen. Ich hatte ja leider gerade gezoomt. Ach, scheiße. Ja, das ist vielleicht auch nicht optimal konstruiert. So, guck mal hier. RP earned. Und das. Achso, nee, RP, das ist ja die Währung. Ja, und wie steigst du in einem Level auf? Ist jetzt die Frage. Nur durch Kills oder? Keine Ahnung. Geh mal auf diesen Technologiebaum. Ob man da vielleicht irgendwie sich verbessern kann? Nö, das ist, du kannst dann, wenn du das entsprechende Level hast, dich verbessern. Aber wie kommt man das entsprechende Level, wenn man scheinbar keine XP dazu kriegt? Vielleicht kriegst du nur XP, wenn du gewinnst, oder vielleicht war da auch XP mit dabei. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir werden es vielleicht noch herausfinden. Jetzt werden wir einen killen. Definitiv. Der letzte, der wurde ja gekillstealt, könnte man meinen. Naja, es war viel Pech mit dem Spiel. Aber ich finde, das trifft verdammt schlecht mit dem Plasma. Also dafür, dass man so selten schießen kann oder so eine geringe Schussfrequenz hat, ist das echt relativ ungenau. Oh, das ist so genau und ich verziehe einfach wahnsinnig schnell. Ich werde jetzt mal meine Maus ein Stückchen langsam einstellen. So jetzt. Ne? Aber ich denke, das liegt eher damit zusammen, dass du halt noch die aufgewerteten Anfängergeschütze sozusagen hast. Ja, das kann auch sein. Oh, Alter. Das gibt's gar nicht. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man an seinen Teamkameraden vorbeifährt. Also siehst du, ich falle sofort in diese Gossensprache, dieses Alter, was ich sonst nie sagen würde. Aber bei solchen Spielen, da hakt's dann aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist aber immer so. Da kommen sie schon. Jawohl! Oh. Ich kann eigentlich gerade nur die Menge halten und treffe trotzdem. Oder auch nicht. Oh. Die stellen sich sogar gegenseitig wieder auf. Die sind nett zueinander. Oh ja. Volle Breitseite. Scheiße. Ja. Aber ich schieße auch bloß mit der Seite. Dafür habe ich jetzt noch ein paar Kanonen übrig. Das war vielleicht gleich so dumm. Hä, von wo hat der geschossen? Von oben. Wir haben hier übrigens eine sehr nervige Fliege. Oha. Also mich hat sie noch nicht belästigt. Jetzt schon, jetzt du es ansprichst. Och man. Entschuldigung. Hatte ich noch nicht gesehen. Oh. Das Problem ist, ich komme halt. Oh ja. Ja, jetzt kannst du ihn auseinandernehmen. Nicht schlecht. Hä? Oh. Was? Was war das denn? Da war viel Pech mit dem Spiel. Moment mal. Jetzt aber. Das war ein Kill, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann doch so halb fahren. Das sieht doch über der Map ist doch so eine kleine Anzeige. Steht da dabei, ob du jemanden zerstört hast? Ja, ich habe zwei zerstört. Void Road destroyed. Ein Bucket oder Bucket und ja, ich komme nicht. Ja, wir haben nur noch ein Rad. Warte mal, kann das sein? Ach, scheiße. Zwei Räder. Okay. Nein, ein Rad. Ein Rad? Ja. Ja! Ja! Juhu, wir haben mal gewonnen. Oh, und ich schreibe in den Chat. Wahnsinn. Das ist halt blöd, dass das direkt in den Chat wechselt. Ja, aber gewonnen ist gewonnen, würde ich sagen. Ja. Du hast bestimmt jetzt XP gekriegt, eventuell. Hoffentlich. Irgendwo muss man es dann nachlesen. Vielleicht haben wir es auch nur übersehen. Ich denke, wir haben es nur übersehen. Oh, guck mal hier. Assists, ein und zwei Kills, so total RP earned.
Oder ist vielleicht RP gleichzeitig auch XP? Für den Fortschrittsbalken, je mehr RP du verdienst, desto mehr im Level steigst du vielleicht auch auf. Ich weiß nicht. Aber irgendwie tut sich hier gar nichts beim Level, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, solange es Spaß macht. Zack, ins nächste Team Deathmatch. Eventuell schaffen wir noch Level 6 und dann, ich weiß nicht, ab welchem Level ein neuer Schwierigkeitsgrad oder ein Spielmodi neu hinzukommt. Ich frage mich sowieso, wie das gebalanced wird, ob das so ein bisschen danach geht, welche Teile verwendet wurden im Fahrzeug oder ob das wirklich nur rein nach dem gleichen Level geht oder ob das zufällig ist, dass auch nach Leveln gemischt wird. Weil es waren viele Flugsachen dabei, die hätte ich so wahrscheinlich noch nicht unbedingt nutzen können, weiß ich nicht genau. Mhm. Ich fahre wieder nach rechts. Ja? Ich glaube schon, oder? Ach komm, wir bleiben mal hier. Oh, der sieht ja cool aus. Also sind die Flugteile nicht wahnsinnig anfällig? Ich meine, gut, der ist schnell, ja. Warum aber feuern die jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht, weil die blöd sind. Oh, der schießt schon auf was. Oh nein, bitte nicht umfallen. Jawohl. Nein. Plasma Cruiser spotted. Oh, hier. Wurde gerade durchgesagt, dass ein Plasma Cruiser gespottet wurde. Ah, das war zu hoch. Das war. Oh. Plasma Cruiser spotted. Scheiße. Oh. Deine Hauptkanone ist übrigens Plasma Hover spotted. Weg. Ne? Ah. Oh, oh, ich habe schon wieder nur noch eine Kanone. Also, irgendwie muss ich anscheinend mal die Kanonen besser aufstellen. Hm? Plasma Cruiser spotted. Nein, nein, nein. Plasma Cruiser spotted. Jawohl, jetzt habe ich wenigstens den Assist bekommen. Ach Gott. Ach Gott. Nein. Schieß nicht auf mich. Ja, ich glaube, wir gewinnen trotzdem. Guck mal, wie viele von uns hier noch unterwegs sind. Auch wenn du nicht mehr hinterherkommst, aber. Oh. Weil wie ewig die Geschosse unterwegs sind. Schieß einfach mal mit in die Richtung. Wird schon treffen. SMG Cruiser spotted. SMG Cruiser, das ist glaube ich der letzte Gegner. Guck mal, der nimmt anscheinend doch auch wieder den Punkt da rechts ein, oder? Mhm. Was hat das denn zu sagen? Spotted. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, aber. Hm. Ja, und sonst so? Scheiße. Aber wie kann ich denn meine Geschütze besser schützen, frage ich mich. Also richtig wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch dran anders machen soll. Ich denke, das liegt dann wirklich nur am Fortschrittsbalken. Also ich denke, die höheren Geschütze sind dann auch widerstandsfähiger. Hm, das kann natürlich sein. Guck mal, wie lustig es wäre, wenn ich jetzt den letzten Kill mache, weil der in die Richtung fährt. Der dann? Guck mal, der ist sogar irgendwo hier in Reichweite. Yay! Wir haben voll krass mitgemischt. Ja, komm, da haben wir noch Zeit für eine Runde. Na, mindestens. Ja, es ist ja nicht die letzte Folge. Wir haben ja noch eine Folge vor uns. Halt blöd nur, dass wir nur den einen Spielmodus machen dürfen. So, ich habe 3 Assists, na, immerhin. Ja, aber irgendwie, guck mal, hier oben tut sich einfach nichts beim Level. Ich kann das aber auch nicht so richtig anwählen, oder ich wüsste auch nicht. Hast du da nicht noch einen Balken nebendran? Guck mal, Stats vielleicht. Ja, das ist ja dieses CPU, wie weit der ausgedingens ist. Also wie weit der ausgelastet ist. Ja, also. Möchtest du das jetzt noch in die Folge reinpacken, wo wir nachschauen, dann, wie man levelt? Nö, ich würde sagen, das machen wir mal in der Pause. Können wir mal nachschauen. Genau. Haben noch 5 Minuten in etwa bis zur Pause. Ich denke mal, das wird schon schnell erledigt sein hier. Und dann können wir nämlich in der nächsten Folge mal schauen, inwiefern das Level-System hier ausgebaut ist. So.
Da sind wir. Eventuell hört man diese Fliege übrigens hier summen und brummen. Nee, das glaube ich nicht. So empfindlich sollten die Mikros dann doch nicht eingestellt sein. Oh, guck mal, da hinten sieht das Schiff fast aus wie so ein Gunship von Star Wars. Welches? Guck mal, der hat einen Rad, obwohl er eigentlich fliegt. Was ist denn das? Ja, wenn die Düsen abgeschossen werden, sozusagen. Oh, wieso kommt denn der so weit rüber? Muss auch aufpassen, wo du hinfährst. Ja, ich passe ja auf, aber ich bin nicht so flexibel und der fährt dir von links nach rechts. Guck mal, bei diesem sieht es aus, als ob er gleiten würde, aber der fährt in Wirklichkeit auch. Ja, ein ganz gewitzter. Ich denke mal, von oben solltest du dann auch bleiben, sodass du halt ein Gebiet überschauen kannst. Oder? Na, guck mal, hier unten fünf schon. Schusswechsel Start, Hilfe. Naja, ich fahre noch ein Stückchen mit. Oder wollen wir mal einen Punkt einnehmen? Theoretisch? Naja, ich glaube, das geht nicht so richtig mit dem Punkt einnehmen. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat, aber. Oh, guck mal. Hallo, wieso kann ich mich denn nicht drehen? Ey, ich glaube, ich habe schon ein Rad verloren. Oh, hab ich... Oh, scheiße, ich habe den Kill geklaut. Sorry. Nein. Ah, du hast mich dafür erst gerammt. So, alles ausgeglichen. Ach ja. Ausgleichende Gerechtigkeit. The Base? Doch, die können doch auf die Basis anscheinend. Ne, dann müssen wir einnehmen, würde ich sagen. On my way. Oder zumindest helfen, einzunehmen. Ja, aber anscheinend ist doch nicht mein Rad kaputt. Aber was machen hier solche komischen Geräusche? Ach hier, guck mal doch, diese Fortschrittsbalken. Ja, was ist denn das für ein Deathmatch, wenn man da Punkte einnehmen kann? Das ist ja komisch. SMG Cruiser spotted. Okay, wir machen das Ding. Wir wurden eine. Was? Defeated. Hä? Weil aber der, warum? Weil der blaue Balken eingenommen wurde. Vollständig. Ach so, das ist quasi nicht. Stimmt, ich kann mich erinnern, als wir das damals gespielt haben, war das schon mal so. Da bin ich nämlich damals auch davon ausgegangen, wenn der blaue Balken voll ist, dass man selbst die gegnerische Basis einnimmt, aber so war es nicht. Ah, bitter, bitter, bitter. Naja. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir schauen jetzt mal in der Pause, wie das hier mit dem Leveln vonstatten geht. Und dann werden wir noch ein bisschen kämpfen in der letzten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Tschüss.